Ihr Lieben, herzlich willkommen, eine neue Folge Patienten plaudern und heute wieder mit einer ganz besonderen Persönlichkeit und zwar mit der Tanja Differding. Den Fall kennt ihr vielleicht schon, denn den verlinken wir euch jetzt einmal hier oben. Da hat der Philipp schon über in unserer Aesthetic Possibilities heißt der Fall, ja, das Format über diesen Fall gesprochen und ganz, ganz tolle Lösung gewesen und heute habe ich sie endlich da. Warum das so ein besonderer Fall ist und was ihr gerade auch als Angstpatientin und Angstpatienten daraus lernen könnt, das erfahrt ihr natürlich in der heutigen Folge. Ja, liebe Tanja, wir sind hier, sprechen über deinen tollen Fall. Richtig tolles Endergebnis. Du bist auch strahlend schon reingekommen. Erzähl doch mal, was war denn früher, was war in deinem Mund so los? Was hast du erlebt? Ja, also eigentlich habe ich gar keine guten Erfahrungen gemacht bei Zahnärzten in meiner Vergangenheit. Ich hatte immer schlechte Zähne und musste auch deswegen ziemlich oft zum Zahnarzt. Und ja, da habe ich eigentlich schlechte Erfahrungen gemacht. Erstens mal, weil die Behandlungen immer schmerzhaft waren, weil jedes Mal, wenn ich hinging, musste gebohrt werden, mussten Füllungen reinkommen und so. Und das hat immer, immer wehgetan. Aber zweitens, das für mich noch Schlimmere war eigentlich diese Art und Weise, wie ich von den Zahnärzten behandelt wurde. Also das war ziemlich niederschmetternd, jedes Mal zu hören, welche schlimmen Zähne ich doch habe. Und die Zahnärzte haben fast schon die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, haben gesagt, oh Gott, wie sieht das denn aus? So ein hübsches Gesicht und diese schlimmen, hässlichen Zähne. Schämst du dich nicht? Habe ich auch schon mal gehört. Das waren ja drei Zahnärzte, ja, die das gesagt haben. Ja, ich war bei drei verschiedenen Zahnärzten und der vierte hat dann tatsächlich das fast zum Überlaufen gebracht. Der hat sich nämlich als Zahnarzt ausgegeben, der auf Angstpatienten spezialisiert ist. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, auch er war es tatsächlich nicht. Auch da habe ich wieder das Gleiche gehört. Oh Gott, wo fange ich jetzt bloß an? Da gibt es so viel Arbeit, das weiß ich gar nicht, wo ich jetzt anfangen soll. Mhm. Und als ich dann auch während der Behandlung auch Aua gesagt habe, öfters, meinte er nur so, ja, so ist das eben bei Ihren Zähnen. Sie haben so schlechte Zähne, da muss man eben Schmerz in Kauf nehmen. Und da war für mich einfach Schluss. Ich habe gedacht so, hier kommst du nie wieder hin. Ich musste nur diese eine Sache fertigstellen lassen, aber bin danach nie wieder hin und habe entschieden so, mich sieht kein Zahnarzt mehr. Das war wie viele Jahre waren das nach dem vierten? Na, 10 Jahre waren das nach dem vierten. Wird natürlich nicht besser und jetzt muss man an der Stelle dazu sagen, das war ja nicht hier in Deutschland. Ne? Nein, das war bei mir in Luxemburg und ich habe einfach gedacht, ich finde nie einen Zahnarzt, wo ich angstfrei hingehen muss, wo ich einfach hineingehen kann und mich wohlfühlen kann und wo tatsächlich nach mir geschaut wird, wo die Zähne einfach behandelt werden und wo ich rausgehe und ein gutes Gefühl habe. Ich hatte eigentlich die Hoffnung aufgegeben und da kam für mich gar kein Zahnarzt mehr in Frage für eine lange Zeit. Aber der Leidensdruck wurde einfach groß, weil meine Zähne tatsächlich nicht schön waren. Das wusste ich ja auch selbst. Ich wollte ja auch was geändert haben. Und dann dachte ich, du musst jetzt einfach in einem anderen Land nach einem Zahnarzt suchen. Scheinbar findest du hier bei uns keinen. Und ich mag die deutschen Leute sehr, weil sie einfach ziemlich nett sind. Auch egal, wo man hingeht, in Geschäfte oder so, wird man immer freundlicher behandelt, als das eigentlich bei uns ist, finde ich. Und da habe ich gedacht, so, vielleicht wäre Deutschland ja das Richtige. Und mir war klar, also meine Zähne sind ziemlich schlecht, da muss viel gemacht werden. Vielleicht wäre ja so eine Implantatbehandlung das Richtige. Ich wollte kein einfaches, herausnehmbares Gebiss haben, ich wollte was Festes. Und dann habe ich eben mich auf die Suche gemacht, ich habe gegoogelt. Und dann bin ich auf das All-on-4 gestoßen. Und das hat mich sehr interessiert, da habe ich gedacht, das wäre es ja. Aber das war schon vor 2, 3 Jahren. Ich habe es also immer noch ein bisschen vor mir hergeschoben, weil die Angst einfach trotzdem sehr groß war. Aber ich habe immer wieder danach geschaut, so, oh ja, das wäre es tatsächlich, irgendwann machst du es mal. Und ja, dann vor einem Jahr jetzt, ja, es war vor einem Jahr, habe ich dann,
nochmal gegoogelt und dann bin ich auf YouTube auf die Praxis von Dr. Helka gestoßen. Und ich habe mir ein Video angeschaut und da habe ich gleich gedacht, wow, das wär's. Also es war gleich auf den ersten Moment, habe ich dieses gute Gefühl gehabt, das ist ein Mensch, der auf Augenhöhe mit seinen Patienten arbeitet. Und er war mir gleich so sympathisch und ich habe gedacht, wenn du was machst, dann gehst du dahin. Und ich habe es wirklich, das hat mir keine Ruhe mehr gelassen. Ich habe es immer wieder vor mir gesehen und auch als ich die Resultate gesehen habe, was der macht, das war fantastisch. Ich habe gedacht, wenn du solche Zähne haben kannst, das wär's. Dann wäre endlich deine Qual vorbei. Und ja, die Angst saß mir trotzdem im Nacken. Aber ich habe auch gesehen dann auf der Webseite, dass die auch auf Angstpatienten spezialisiert sind. Und da habe ich gedacht, so, jetzt oder nie. Also mein Leidensdruck war einfach so groß. Ich habe nur noch gelacht mit der Hand vor dem Mund. Ich bin ein sehr aufgeschlossener, kontaktfreudiger Mensch eigentlich. Aber mir standen immer diese Zähne im Weg. Das war so dieser Punkt, der für mich sehr, sehr schlimm war. Also das immer zu verstecken irgendwie. Und da habe ich gedacht, so, du musst es einfach jetzt tun. Und dann habe ich dem Herrn Helka eine Mail geschrieben, wo ich ein bisschen beschrieben habe, was los ist mit mir. Und er hat mir sehr, sehr nett geantwortet. Und das war dann die zweite Sache, wo ich gedacht habe, oh, der hat so nett geantwortet. Das scheint das Richtige zu sein. Und dann habe ich einen Termin vereinbart. Und ich habe gedacht, so, jetzt hast du den Termin, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Ich hatte zwar trotzdem immer noch dieses Bedürfnis wieder, nicht zu kommen, aber ich habe dann auch gedacht, so, was kann noch passieren? Du gehst ja jetzt nur hin und wirst braten. Du kannst jederzeit in das Auto steigen und wieder gehen und nie wieder zurückgehen, so wie ich es bei den anderen gemacht habe. Aber irgendwie wusste ich auch, er war anders. Es war einfach, das Gefühl war schon anders als bei den anderen vorher. Und dann kam ich hier rein. Und ich wurde so nett in Empfang genommen, schon beim Empfang. Und ich habe einfach gemerkt, die sind alle so nett. Also das war ein riesiger Unterschied zu meinen Erfahrungen von all den Leuten, die ich früher hatte. Und da war es für mich irgendwie schon, also ich habe schon gespürt, die Angst legt sich ein bisschen. Und dann wurde ich beraten und ich habe auch da geweint, als ich meine Sache erklärt habe und weil ich einfach... Ja, es war mir so peinlich alles, auch die Zähne zu zeigen und so. Ich habe gleich geweint, weil das so ein Wunderpunkt war. Aber er war gleich so nett und hat gesagt, du hast ja kein Problem, ich habe schon anderes gesehen als das. Und einfach so einfühlsam. Und da habe ich mit einem Mal gespürt, wie ich mich sofort beruhigt habe. Und das war für mich schon so ein gutes Gefühl. Und dann hat er die Röntgen gemacht und er hat mir sogar dann erklärt auch, dass er gar keinen Grund sieht, eigentlich Implantate zu setzen, dass das auch lösbar wäre über Brücken, über Kronen und Veneers. Und ich habe einfach nur gespürt, hier bist du richtig. Und dieses Gefühl war einfach unbeschreiblich, das hatte ich nie vorher. Und für mich war es klar, so, ich komme wieder und ich mache das auch. Und das habe ich dann auch. Und ich habe es gar nicht bereut. Ich bin überglücklich mit meinen neuen Zähnen. Ich fühle mich so wohl. Ich lache wieder. Ich höre das auch von anderen, die mir sagen, du strahlst richtig. Ja, ich bin einfach nur froh und ich würde nie wieder woanders hingehen wollen. Ja, was mich einfach auch hier so beeindruckt, das ist diese familiäre Atmosphäre. Also man spürt richtig, wie die Leute gerne hier arbeiten und ich finde, die bringen das einfach rüber und damit fühlt man sich als Patient auch irgendwie integriert und sehr gut aufgenommen und das hat mich beeindruckt und mir auch so ein gutes Gefühl gegeben. Also ich habe auch die professionelle Zahnreinigung bekommen von einer Ärztin. Auch da habe ich nochmal ein Stück von meiner Angst ablegen können. Und es ist ja Philipp Post, der meine Zähne gemacht hat. Also Dr. Helka hat dann die Röntgen, das alles weitergegeben. Und es ist Philipp Post, der dann den Behandlungsplan gemacht hat für mich. Und der hat auch die ganze Arbeit gemacht.
Vielen, vielen Dank dafür. Ich bin ewig dankbar. Also das ist ein riesengroßes Geschenk, was ich bekommen habe. Aber auch da und bei der Assistenzärztin und so fühle ich mich einfach nur super gut aufgenommen. Und ja, also das ganze Team, finde ich, ist einfach toll. Und ich würde es immer wieder weiterempfehlen. Also auf jeden Fall. Ja, ihr habt mich wenig gehört, weil es kam einfach aus einem Guss. Die Geschichte von Tanja, mega inspirierend. Also ich habe schon ganz, ganz viele Bilder im Kopf gehabt, so wie du das erzählt hast. Und ich konnte es leider auch ein bisschen nachvollziehen, wenn man eben sehr unempathische Menschen hat und gerade Behandler. Ich kann mir das nicht vorstellen. 4 Leute, die sagen, hör mal, wie siehst du denn aus? Was hast du denn da gemacht? Ja. Was das für, ja, das Gegenteil von Wertschätzung, also so eine Herabwürdigung, ja, ist. Ne? Unglaublich. Genau. Unglaublich. Ich danke dir, dass du hier warst. Auch danke, dass du in Sachen Behandler und Team so tolle Worte gefunden hast. Die werden sich das sehr, sehr gerne angucken und sich besonders freuen, weil das ist ja unser Antrieb, solche Stories zu erschaffen, dass Leute reinkommen und du hörst gar nicht mehr auf zu grinsen. Und so cool, und das ist unser Antrieb, Menschen wieder strahlen zu lassen, weil dann kommt halt mal was zurück. Nicht nur so ein Video hier, aber die Geschichte, die dahinter ist, dass man Leben verändert. Oh ja. Und ich halte jetzt auch einfach mal meinen Mund, denn das letzte Wort gehört immer meinen Gästen. Tanja, was möchtest du denn vielleicht unseren Leuten sagen, die Angst haben, die in einer ähnlichen Situation sind? Ja, also es ist tatsächlich lebensverändernd, das muss ich mal sagen. Also es hat in mir sehr viel bewirkt und deshalb sage ich, also ich kann wirklich aus Erfahrung sagen, ich war eine Angstpatientin, aber ich bin es nicht mehr. Dank dieser Praxis. Und der erste Schritt ist einfach der, hierher zu kommen und sich einfach mal einen Blick darüber zu verschaffen, wie es ist. Wenn man die Leute wirklich sieht und mit ihnen reden kann, merkt man einfach, dass das nicht nur leere Worte sind, die da auf dem Internet stehen. Aber die Menschen hier leben das tatsächlich. Die wollen das Leben der Patienten verändern. Und das spürt man, sobald man hier den Raum betritt. Also ich hatte unglaubliche Angst, als ich hergekommen bin, aber die ist sehr schnell verflogen. Deshalb macht einfach diesen Schritt. Es lohnt sich. Ich kann es wirklich aus Erfahrung sagen. Also ich bin überglücklich und kann immer noch nicht glauben, was die gemacht haben. Und ja, das wünsche ich jedem. Danke, dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Ja, wir sehen uns wahrscheinlich das eine oder andere Mal hier nochmal in der Praxis. Ja. Ich danke dir für das Interview. Ja, ich danke dir auch. Sehr gerne. Und wünsche alles Gute.